Also, ich begrüße euch sehr herzlich zu BF Gaming Sonntag hier und zwar mit einem neuen Video der BFL der dritten Saison. Heute direkt am ersten Spieltag Spitzenspiel zwischen Bene und Armin, beziehungsweise Bene und Obelisk. Und mit dabei heute als Schiedsrichter ist die Sophie. Lass mal hier hinten kämpfen. So, okay, wollte ich gerade fragen. Schön. Gut, ihr dürft anfangen, sobald ihr das Go kriegt. Das habt ihr, sobald BB-8 im Tod ist. Und dann geht's direkt los. Okay, let's do Dann, this. Let's go. genau. Also, Spitzenspiel, deshalb, weil das einfach so jetzt von mir so ernannt wurde. Ja? Also so vom ersten Spieltag her ist das mit Sicherheit, glaube ich, die interessanteste Paarung. Und ja, bin sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird, weil es sind ja auch Konkurrenten von mir und natürlich auch Konkurrenten von der Sophie. Und das ist bestimmt sehr nice anzusehen. Und man sieht auch hier direkt, dass hier richtig reingesweatet wird. Und zwar von beiden. Natürlich aus der Sicht von Armin jetzt erstmal. Wahrscheinlich wird es auch die ganze Folge so durchgehen. Stand jetzt sind zwei Spiele gespielt, nämlich das zwischen mir und David und das zwischen Sophie und Pierre. Wie die jeweils ausgegangen sind, könnt ihr ja in den einzelnen Videos gucken. Es kommt natürlich auch nochmal ein Tabellenupdate-Video, aber natürlich erst, wenn alle vier Spiele des ersten Spieltags gespielt sind. Das hier ist das dritte, das letzte ist zwischen Serkan und Steven. Das kommt. Je nachdem, ich möchte nichts versprechen, aber je nachdem morgen zur Veröffentlichung dieses Videos. Also das ist alles ein bisschen wir mit den Aufnahmen. Aber sollte eigentlich hoffentlich so klappen. Ansonsten ist es natürlich interessant zu sehen, wer sich jetzt oben in der Tabelle des ersten Tages erstmal seinen Namen hinschreibt. Und was natürlich hier auch so ist, was im Pokal nicht war, unentschieden gibt auch einen Punkt. Aber das werdet, muss ich wieder ein bisschen ausholen, das werdet ihr alles im Infovideo gesehen haben oder gehabt haben, denn das ist zum Standpunkt dieser Aufnahme noch nicht mal aufgenommen. Das ist alles sehr durcheinander, dieses Projekt. Aber ansonsten sehen wir, Vivan war gerade etwas slow. Aber es macht er schon. Holt er auf jeden Fall wieder auf. Oh Mann, Alter, ey, das ist eine Qual. Oh, sauber. GG. Oh Mann. Ja, das waren die Hookswings. Also wir schreiben das 1-0 Ach, für. dein Comeback kommt auf jeden Fall. Wenn ihr macht, ihr da keine Sorgen. Macht ihr nicht so Ja, viel Druck, auf alles jeden gut, Fall. alles gut, alles gut. Er hat immer Oh. fair versucht zu spielen. Absolut, Alter. Genau. Ja, da haben wir keine Zweifel. Ansonsten haben wir Moin. jetzt Maul gegen Luke. Sehr interessantes Ziemlich Matchup. ausgeglichen das Spiel, ey. Vor allem auch, ja, sehr ausgeglichen von Schnelligkeit und Leben her. Ja. Ah. Ansonsten kurz warten, bis ich euch das Go wiedergebe. Jo. Vor allem, es tut schon weh, ne, gegen einer seiner besten Kumpels in Battlefront zu spielen. Ja. Oh Okay. Mann. Okay, ich Ansonsten bin geht's. bereit. Ja. Alright.
Kann ich jetzt schon so low sein, ey. Nice. Sehr nice. Oh mein Gott. Was? Alter, ich krieg's einfach nicht mehr hin jetzt, Alter. Was ist los hier? Oh nein! Ja, da war aber die Regeneration wichtiger. Ja. Sehr schön. Na, sehr schön. Jetzt beide sehr long, jetzt oben. Ah, sehr gut. Holy shit. Es ist ein Hin und Her, ne? Ja. Sehr offener Schlagabtausch. Das macht sehr viel Spaß, dazu zu schauen. Unglaublich, Alter. 15 Sekunden haben wir noch. Gucken, ob hier noch ein Lucky Punch passiert. Ansonsten kommt es zu einem Unentschieden. Womit, glaube ich, eigentlich beide leben können jetzt erstmal. Genau, Unentschieden. Oh mein Gott. Ihr dürft, sehr gut gespielt. Ihr dürft wechseln, ach, ihr müsst nicht. Ihr dürft durchaus dieselben holen. Wie ihr wollt. Ansonsten bleibt es beim 1-0 für den lieben Armin. Und es bleibt sehr, sehr spannend. Heftig, ey. Krass, wie ruhig du bleibst, Binne, aber nee. Mein Gott, ey, das ist Armin, heftig. Armin, meine Geduld geht irgendwann am Ende weit. Und wir haben dasselbe Matchup wieder. Boah. Auch hier nochmal kurz. Das ist einmal so anders, ey, Junge. Ich? Meinst du? Ja, ja. Ja, ein bisschen habe ich verändert. Eine kleine. Okay. Ready? Alright.
Oh, und diesmal... Schön! Sauber! Diesmal haben wir... Bene mit dem ersten Damage. Muss aber nichts heißen. Voll verschoben, ne? Ja. Oh Mann, ey, das sehr schön. Afghanistan. Sauber. Oh, das war. Boah. Gibt's doch nicht, Alter. Sauber! Ausgleich! Schön! 1-1! Sehr gut gemacht. Ja. Also kurz für die Zuschauer. Ich weiß, ihr habt euch vorher schon abgesprochen, aber das ist jetzt die Runde, ab der Vader, wie sagt man denn, genommen werden dürfte. Die beiden hatten sich jetzt natürlich im Vorhinein schon irgendwie auf irgendwas geeinigt. Also das müsst ihr dann wissen. Aber nur für die Zuschauerinformation, ab jetzt wäre Vader legitim. Ja. Aber wir schreiben Grievous gegen Rey. Auch sehr interessant. Das wird schwierig für mich. Ganz schwierig. Für mich erst. Nee, Quatsch. Okay. Puh. So, gleich. Sehr gute ersten Runden auf jeden Fall. Gleichfalls. Das ist aber bisher genau das, was auch erwartet wurde, nämlich ein Spiel auf Augenhöhe und auf sehr hohem Niveau. Schön. Nein.
Boomkraft. Unfassbar. Unfassbar gut. Ja, aber du. Boah. Du auch. Boah. Gibt's doch nicht, Alter. Da kam der Stagger. Sehr gut gemacht. Also man traut sich hier eigentlich fast gar nicht so zu dem Geschehen zu sagen, weil sobald man was sagt, passiert direkt das Nächste. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir in der letzten Minute schon drin sind. Und gucken, ob hier noch was passiert oder ob es zu einem Munition kommt. Es tut mir leid, dass ich so spielen muss. Aber so wird ach, das was? Nix. Was? Was doch? Ist doch in Ordnung. Du sollst ja so spielen, wie du am besten spielst. Ansonsten kommen wir auch hier in die letzten 10 Sekunden rein. Gucken, ob hier noch ein Lucky Punch passiert oder ob es zum Männchen kommt. Dem ist nicht der Fall. Also unentschieden, ihr dürft wechseln, ihr müsst nicht. Ich habe da jetzt noch keine Pläne, da irgendwas dran zu ändern, weil das sieht soweit gut aus, es ist kein Weggelaufe. Ihr dürft wechseln, ihr müsst nicht. Mhm. Genau. Ja, komm. Ansonsten natürlich Informationen an die beiden Kontrahenten, auch an die Zuschauer. Wenn es jetzt zu oft zu unentschieden kommen würde, dann liegt es im Ermessen der Schiedsrichter, in dem Fall an Sophie und mir, hier zu entscheiden, ob man vielleicht die Heldenwahl wechseln lässt. Aber das nur so. Jo. Ja. Ansonsten wurde ja auch einmal gewechselt. Wir haben jetzt nämlich Maul. Okay. Augenhöhe auf jeden Fall, ey. Ihr dürft anfangen. Okay. Let's go. Noch hier ist direkt ein offener Schlag. Alter! Das war gerade mal eine Menge Damage. War natürlich dumm, was gemacht hab. Schön. Boah.
auch eine starke Kombi. Ja, allerdings. Sauber! Krass! Krass! Schön. Also, ja. Wir hatten 1-0, 1-1, jetzt 1-2. Bene führt, hat das Spiel Standpunkt der dritten Runde gedreht. Boah, wundervoll. Junge, also es ich sitze im Pullover, weiter. Ey. Ich bin nass. Ich schwimme gerade gefühlt im Schwimmbad, ey. Das ist unfassbar. Ansonsten haben wir jetzt General Grievous. Gegen Obi-Wan Kenobi. Das habe ich mir schon gedacht. Sehr gut. Und der ist nebenbei, boah, ich könnte jetzt nichts essen. Oh. Wie gesagt, kein Problem. Mann, du bist zu lieb eigentlich, um bei sowas mitzumachen. Ansonsten habt ihr Score. Macht ja Spaß auch, weißt? Es geht einfach nur darum, dass... Ja. Alles klar, das trifft mich noch, ey. Gut zu wissen, Alter. Huch! Oh, hat er noch gut Damage gepfeffert, ey. Heieieiei. Hast du gut gemacht, dass du nochmal umgekehrt bist. Ja, ich habe mir was anderes dabei gedacht, bin ich ehrlich. Es gibt's doch nicht, Alter. Also das. Also diese. Eigentlich hast du zwei getroffen, oder? Wie viel hast du gemacht? Na. Ich hätte eigentlich treffen müssen, aber habe ich nicht. Aber es macht nichts. Der landet einfach auf dem Kopf. Sauber. Schön. Ja. Ja, ich hab geblockt, aber gut. Echt? Sollen wir. Ja, nein, mach ruhig. Nein, mach weiter. Alles so. Gut. Okay. Alles gut. Ich werde generieren lassen. Also, nein, das ist Quatsch. Ich hab's noch grad gedacht, das war der Fehler und es war der entscheidende Fehler. Ja. Alter, Glück gehabt. Ja. Es steht 2-2. Spannender könnte es nicht sein, denn es geht drum um die Halbzeitführung. Das muss man sich ja vor Augen lassen. Das steht ja noch eine ganze Halbzeit bevor. Und ich bleibe bei Obi-Wan. Ja, und auf der Seite haben wir Maul.
Jawohl. Punkte sehr identisch. Also, Ja. ja. Alter, alter, alter. Ja, sobald ich euch das Go gebe, dürft ihr anfangen. Es dauert Oh noch kurz ein mein bisschen. Gott, ey. So, jetzt dürft ihr anfangen. Okay, so Okay, ich bin bin ich. bereit. Let's do this. Ja. An wen geht hier die Halbzeitführung? Ich hab dich einfach nicht gesehen. Sehr gut. Yes. Diese Kombi, die jeder kennt, aber die trotzdem jeder falsch macht. Ich weiß nicht, wie wir es hören sollten, bei mir gehen gerade die Glocken von der Kirche. Ne, tatsächlich nicht. Ja, krass. Oh, mir auch In nicht. anderen Aufnahmen hat man es schon mal gehört, weil viele, die es nicht wissen, ich wohne direkt neben der Kirche. Das heißt, das hört man schon mal. Richtig gut. Richtig gut. Krass. Also, wir hatten ein Boah. 1-0, dann ein 1-1, dann ein 1-2, dann ein 2-2 und dann ein 3-2. Und damit geht die Halbzeitführung an Armin. Und wir sehen uns nach einem kleinen kurzen Cut wieder und werden dann sehen, ob der Armin die 3 Punkte sich sichert oder ob Bene zurückschlägt oder ob wir hier nur Unentschieden sehen. Ne? Ist alles möglich. Also seid Ja. gespannt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis Alter Bene, gleich. ungelogen. Also. Also, wenn ich jetzt nicht schaffen sollte, dich zweimal zu killen, hast du gewonnen. Boah, ich weiß es nicht. Ey, Und, alles. aber ey, Junge, dein Maul, was hast du mit deinem Maul gemacht? Gut, dann sieht man sich hier nach einem relativ kleinen Cut zurück beim Match. Armin führt 3-2, hat jetzt die helle Seite und muss auch direkt ran gegen Grievous als Obi-Wan. Und ihr müsst kurz warten, weil ihr müsst ein bisschen länger in den Tod laufen. Jetzt wird's richtig lustig gegen den Obi-Wan, ey, das wird jetzt. Ey, das sind die ganze Zeit die Dialoge zwischen den beiden, die gehen mir voll auf den Sack, ey. Do you know what I appreciate about you, Grievous? Und dann immer dasselbe, und dann immer dasselbe. Ja. Alter. Okay, Okay, ihr habt das bist gewonnen. du soweit, Bene? Ja, ich bin Do soweit. this! Wow! Holy fuck! Ach man, ich fall immer wieder drauf rein. Das hatten wir schon des öfter. Okay. Schön.
komm mal wieder runter, weil sonst ist das kacke, weißt du? Für dich und das ist scheiße. Ich will dich jetzt nicht hier in die Enge treiben, okay. Alter. Ja, sorry, aber irgendwie das Gefühl, ey, das ist wirklich ganz großes Kino hier. Nein! Boah. Oh, das ist so. Also ein Grievous, der so ein bisschen rumstolziert, Junge. Ja. Nein. Also um das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen, es geht eigentlich genau da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Ja. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich bin rausgeflogen. Dann versuchen wir mal gerade mal rein zu joinen. Ja, da war ein bisschen. Obi-Wan, also das. Das ist der Punkt, Bene, und das das was ich gerade gemacht habe, dieser Lunch, das ist eigentlich, ne? Ja. Genau, ja. Das ist eigentlich ganz simpel. Und dann, bitte Leute, also wenn ihr Obi-Wan spielen solltet in Zukunft, dasht nach hinten und macht den Schlag. Ihr wisst gar nicht, ihr macht einen Doppelschlag und wie schnell das geht. Abartig. Ja. Das ist ein bisschen blöd für mich, die ganze Zeit, du bist offline. Bei wem jetzt? Hier steht die ganze Zeit, du bist offline und jetzt funktioniert das wieder. Okay. Kommst du rein, oder? Kommst du wieder? Ja. Okay, schön. Glaube ich, also cool. Das ist noch. Keine Warteschlange, nix. Steht noch nix. Doch, ich komme rein. Danke. Ah, sauber. Nice. Gut, ansonsten, du hast es ja gar nicht mitbekommen, die Zuschauer natürlich schon, steht jetzt 4-2, also Armin hat das Ding noch geholt. Aber es ist nach wie vor alles drin. Also sowohl Bene kann das Ding hier noch rocken, als auch Armin, und Unentschieden ist auch noch drin. Also es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Yes. Vor allem, das ist eins von vielen Kämpfen. Man kann sich nur so hocharbeiten. Klar. Ja. Es ist eben eine Liga, da haben wir eben schon mal im Vorhinein ein bisschen drüber gesprochen, also gerade Ben und ich. Es ist eben eine Liga, das heißt, wenn du hier mal ein Spiel verlierst, dann ist das Spiel verloren, aber es sind halt auch am Ende des Tages nur 3 Punkte und 3 Punkte kannst du in dieser Liga, wie wir sie haben, immer irgendwo verlieren, aber auch immer irgendwo gewinnen. Also da, wo, Ahnung, Spieler A sie verliert, wird Spieler Asien im anderen Match wieder gewinnen und mein Lando hat kein Cape an. Und Armin spielt Yoda. Jawohl. Hast du ihn trainiert? Natürlich. Also also ohne Witz, Yoda ist einfach so ein geiler Charakter. Yep. Aber ja. Gegen Grievous wird das schwierig. Also gegen dein Grievous, Alter, da muss das ich jetzt stimmt. Echt aufpassen. Gegen Grievous ist es sehr schwierig. Ansonsten habt ihr das Go. Okay. Ja. Nein. Sehr schön. Ja.
Boah, sehr eng, ey. Sehr, sehr eng. Leck mich am Wacken. Nein, da bin ich runtergeflogen. Runtergeflogen. Geflogen. Oh, too bad. That armor just wasn't strong enough to save her. Yeah.
So angry, pal. Mandalorian armor can't deflect every shot.
lightsaber is that? Finn gave it his all. Thank you.
as Leia gave every effort. Of training in secret could not help Darth Maul.